Freunde der leichten Unterhaltung und willkommen zurück zu FIFA 16, zu Let's Orakel, heute mit dabei der Valvo. Servus und hallo. Wir spielen die Partie Polen gegen Nordirland. Valvo hat leider die Arschkarte gezogen, er ist Nordirland. Was soll ich dazu noch sagen? Und auch mit dabei der Kenny natürlich. Ach danke, werde ich auch mal beachtet, ja? Ja, guten Tag. Er wird uns gleich sagen, was Polen und Nordirland bislang so gerissen haben. Nee. Polen und Nordirland, also okay, zwei Mannschaften aus Europa, fertig. Wie gesagt, ich will nicht dabei sein. Ihr zwingt mich. Ach ja, wir zwingen dich, natürlich. Gegen meinen Willen. Willen gegen heißt das Wort. Gegen deinen Piephahn. Ja. Boah, ey, die sind so scheiße. Ich wüsste gar nicht, wen ich da noch einwechseln soll. So, ach ja, ich bin jetzt erstmal der Truppe zu. Oh ja. Ja. Noch 17 Sekunden, Valvo. Ja, ja, passt schon. Gut. Dann wollen wir mal sehen. McLaughlin. Lovely. Lovely, lovely lady, alter Schwede. Der erste Spieltag. Von der Schweden wären wir übrigens jetzt lieber. Von der Gruppe C. Das ist auch das einzige Spiel der ersten Runde der Gruppe C, was wir spielen können, weil Deutschland gegen die Ukraine. Die Ukraine ist ja leider nicht verfügbar hier. So, los geht's. Viel Spaß, viel Glück. Wie tippt ihr denn die Partie? Das ist eine gute Frage. 2-0 für Polen. Ich tippe mal sogar auf ein 3-0. Lewandowski. Für Nordirland? Ich lehne mich da mal sehr weit aus dem Fenster. Ich kriege einfach mal ein 5-0 für Polen. Hallo! Morgen! Blaschikowski macht mal das 1-0. Alles klar. Dumme Nuss! Alvo hat seinen Spaß, das ist. Das ist das Mindeste. Es wird eine lange halbe Stunde, glaube ich. Sogar länger mit den ganzen Torjubeln. Oh Gott. Ich hätte einfach nicht reagieren sollen in der Konfi. Einfach nicht reagieren. Hui. Oh Gott. 5 Minuten gespielt, zweite Gelegenheit. Kopfball nach einer Ecke, aber übers Tor. Der Nordiren Glick. Der fasst dich schon am Trag. Aua! Mir tut jetzt schon alles weh, ich habe jetzt schon einen Krampf. Meine Leiste ist kaputt. Wechselt mich doch bitte aus. Knatsching so. Linetti. Klingt doch sehr polisch. Blaschikowski holt sich hier den Ball. Was ist denn jetzt wieder? Ding dong! Und die zweite Ecke nach 10 Minuten. Oh, Howell. Der Ire beklagt sich schon, der Ball war einfach nicht richtig aufgepumpt. Und nächste Kopfballgelegenheit doch der Torhüter Carroll. Jetzt der einzige, der so ziemlich sicher wirkt dort hinten. Maul. Na gut, dann will ich mal ein paar Informationen einstreuen in dieses Topspiel. Wir haben Europameisterschafts-Endrundenteilnahmen von Polen tatsächlich ganze 3. Die erste war 2008, die zweite 2012 und 2016. Keines der drei Male kamen sie allerdings über die Vorrunde hinaus. Beziehungsweise, wir wissen jetzt noch nicht 2016, aber 2008 und 2012 haben sie es nicht geschafft. Voraus Orakel, wie weit kommt die Mannschaft in die jeweiligen Gruppenphase? Und ja, mal gucken, was das dann so gibt. Wundert mich, weil 2012 waren sie eigentlich ziemlich gut aufgestellt, oder? Dadurch die ganze linke Seite von
von Dortmund? Ja, generell, sie sind ja auch immer so wie die Tschechen, die auch diese goldene Generation mit Pobrowski und mit Rosicki und alle. Aber ja, auch nimm das. Nie geschafft in den 90ern, 2000ern dann mal einen Titel zu gewinnen. Kapitän der Mannschaft, Robert Lewandowski, Rekordtorschütze ist Wlodzimir Lubanski. Mit 48 Toren und Rekordspieler ist Lubanski. Michal Zewlakow mit 102 Spielen im Trikot der polnischen Nationalmannschaft. Man hat mich umgenien. Interessant wird es jetzt bei Nordirland mit dem Kapitän Stephen Davis. Rekordtorschütze ist David Higgy. Mit 36 Toren und Rekordspieler ist Pat Jennings mit 119 Spielen im Trikot. Es ist ihre erste EM-Rundenteilnahme. Schön, dass man mir immer dazwischen redet. Lass uns ein bisschen was zu den Mannschaften erzählen. Jetzt lassen wir dich nicht reden. Na, mich habt ihr auch nicht reden lassen. Erste Europameisterschaft für die erste Mannschaft Nordirland. Auf Irisch Tuaisirte Éireann. Tourette. Und? Und, oh Gott, das heißt für Kopfball. Was ist denn für Tor? Das für eine Verteidigung. What the fuck? Ey, kann da irgendjemand mal mitkommen auch? Oder freut's die alle nicht? Oh nö, heute ist Sonntag. Bekannteste Spieler in der Mannschaft dürften wohl, ja, nicht so viele sein. McGeady, Ende. Paddy McNeil von Manchester United. McNair heißt der, du Double. Naja. Kyle Lafferty, ja. Geiler Boy. Oh. Wer ist denn McGeady, Alter? Eden McGeady. Und Everton, wie ich gerade gesagt habe, du Double. Steht hier gar nicht drin. Alan Menes. Jawohl, leck mir ja mein Menes. Du Double. Polen schafft sich jetzt hier nicht mehr so wie in den ersten 10 Minuten die Chancen rauszuarbeiten. Nordirland steht jetzt besser. Da steht er wieder. Passt doch besser. Das erste Länderspiel hat Irland 1882 bestritten gegen England und 13-0 verloren. Den höchsten Sieg haben sie eingefahren 1930 gegen Wales mit einem 7-0. Ihre höchste Niederlage war ebenfalls das 13-0 gegen England. Also mich wundert echt, dass Island zum Beispiel nicht dabei ist bei FIFA und Nordirland schon. War wahrscheinlich günstig. Wow! Alter! Wenn das mal nicht Lewandowski war. Na, gratuliere Lewandowski, schönes Tor. Wir gönnen es dir von Herzen. Du Bayern-Sau. Vielleicht bald Realsau. Deutlich als 2-0. Halbe Stunde gespielt. Warte, wir kriegen kurz einen Boxenfunk. Fick dich. Das war der mieseste Boxenfunk, den ich jemals gehört habe. Das will was heißen, wenn man den Beißler kennt. Und der mieseste Boxenfunk in dem Fußballspiel. Chewbacca. Unser Social Media Experte. Oh, den Polen verladen, das war die beste Aktion. Man nennt mich auch Chu Twitter. Weg da. Facebacker. Fickt euch doch. Warum bin ich überhaupt hier? Ich wollte gar nicht hier sein. Weil du das Orakel ins Leben gerufen hast. Schöner Einwurf, schöner Einwurf. Weil du schuld an allem bist. Kenny Schuld an meiner Niederlage. Er hat den Münzwurf gemacht. Aua. Die Seite hat den Münzwurf gemacht. Ja, Lewandowski, da gibt er nicht ab. Ja, vielleicht für euch zur Info, wir machen immer so, es gibt eine Münzwurfseite, die der Kenny bestimmt verlinken wird. Weil er aufnimmt. Bei seinen Aufnahmen verlinkt das. Genau. Da gibt es eine Münzwurfseite und da sagen wir dann, okay, Joker möchte
Nordirland spielen und tippt auf Kopf. Und wenn es Kopf ist, dann darf er das spielen. Ansonsten muss er leider mit Polen spielen, in dem Fall. Selber schuld. Nordirland, ja, der große EM-Favorit, kann man nicht anders sagen. Ja, echt. Der Unterhund quasi. Ein Gag nach dem anderen, ja. Ich werd wahnsinnig. Kenny ritzt dich schon. Ritzen und schwitzen. Zum Glück ist gleich Halbzeit. Ja, ich bin noch eine. Trick 17 da. Ja, ihr könnt es gerne nachlaufen auch. Ist schon. Läuft. Einfach mitlaufen und vielleicht noch ein Foto machen. Oh, guckt euch an, der ist Lewandowski. Hey, wir spielen auch noch hier. Ja. Egal. Gibt es da noch die Kontergelegenheit oder wird der Schiri gleich abpfeifen? Da gibt es doch die Kontergelegenheit für Nordirland. Einfach vor das Foto los. Ein Torschuss, ja! Seht ihr, ich war's! Ich ganz alleine! Ich hab mal Pisscheck! Da gibt's so eine Ecke, oder? Ah, erste Ecke! So! Lin, wie ist der Norway? Norwood. Norwood. Oh! Der haut sich voll aufs Maul! Okay. Nordirland, die beste Phase jetzt. Jetzt trumpfen sie so richtig auf, zeigen ihre ganze Qualität. Die ganze und irische Härte. Der hat sich schon verletzt da vorne vom Sack kraulen. Oh Mann. Lefferty. Das fragt sich Lefferty auch, glaube ich. Das fragt sich die Hälfte der Mannschaft. Das fragt sich ganz Nordirland. Wie haben wir überhaupt die Qualifikation überstanden? Haben wir nur gesoffen oder was? So, 2-0 Tore, 15-1 Schüsse, 10-1 aufs Tor, 55-45% Ballbesitz. Und das alleine in Halbzeit 1. Sogar bei Verletzungen. Na gut, dafür mal immerhin. Yay. Ah, geil. Oh, aber das ist nur ein Krampf oder kann der Level spielen? Wo sehe ich denn das? Musst mal sonst auf Aufstellung gehen und dann, ob du den Spieler, wenn du auf ihn raufklickst, ob da irgendwie was angezeigt wird, weiß ich jetzt nicht. Ja. Sonst musst du mal mit den rechten Stick rindrücken. Vielleicht kannst du dann, wenn du den Spieler direkt die angucken kannst, also die Werte von ihm. Du hast noch 17 Sekunden. Da. Okay. Ja. Wahrscheinlich ist bei denen eh egal. Ich bin immer gleich. Da ist eh Hopfen und Malz verloren. Was da für eine Verletzung der Spieler möglicherweise hat. Oder ob es nur Bauchnabelsau aus dem alten C ist und das in der zweiten Halbzeit wieder sich gibt. Wenn du den rechten Stick einmal reingedrückt hast, dann musst du den rechten Stick nochmal nach links und rechts bewegen für weitere Informationen, ne? Weißt ja, du. Aber da stand nix. Okay. Hat er wahrscheinlich nix. Musst du mal furzen. Ja, ich hab dabei auch wieder ganz gut aus. Für Nordirland? Nordirland tobt. Wow. Nee, war ein Spaß. Aber es klang echt ernst. Ich wäre ein guter Kommentator der Weibo. Tor! Er kann uns was vorgaukeln. Mal, kommt mir das so vor, da ist die Halbzeit beim Deutschlandspiel echt übertrieben lang. Mir kommt das hier auch echt übertrieben lang vor. Nordirland ist so eine tolle Mannschaft. Der mault sich schon wieder einfach so. Ist der wieder verletzt? Ist der wieder verletzt? Und? Oh. Da. Was macht sie denn da? Ist Polen offen oder was? Was machst du? Nicht kuscheln von hinten, du Dominus. Da soll man ernst bleiben dabei. Das kann nicht viel schlimmer als euer erstes Match gewesen sein. Unser erstes war super.
Kannst du zwei Welche Wochen bei der Aufnahme sehen. Frankreich und Rumänien. Ja, Rumänien, ey, das hätte ich auch gerne. Die haben sicher keine 69er Werte gehabt. Da waren aber auch nicht mehr als 70 und 72. Na ja, und? Na ja, und? Alles besser. Der kuschelt nicht von hinten mit dem Angreifen. Du hättest den Münzwurf gewinnen können. Du hast ihn verloren, also Pech. Heul nicht rum jetzt. Mami. Die sind auch so langsam, das ist unglaublich. Der kuschelt mit dem Schiri, ihr könnt es vielleicht mal aufhören. Auf was man vor allem achtet, ja? Das ist unfassbar. Na, wenn ich den anwähle und der da den Schiri von hinten besteigt und nicht vorbeikommt. Oh, du bist doch eine geile Sau, Schiri. Dein Gelb macht mich so an. Ja, du warst auch nicht dran im Mittelfeld. Kuschel ruhig mit deinem Schiri weiter. Nee, lass den von der Verteidigung nach vorlaufen. Clever. Cleverly? Cleverly Hills. Ich gerne. Cleverly Hills 90210. Featuring 69. Gott. Schön gespielt, schön gespielt. Peschko. Peschko flankt. Und, oh Gott, Lewandowski, die faule Sau. Ich war's. Ich, der mit dem Armband. Mit dem gelben Armband mit den 3 Punkten. So. Gut, also. Ich kenne da niemanden. Oh, was ist denn da im linken Mittelfeld los? Kann da irgendjemand laufen? Nö, kein Bock. Laufen, das ist doch das mit, wo man Energie verwendet. Nö. Hab ich ja mal gar keinen Bock drauf, wie der Jake sagen wird. Och, nö. Polen wechselt. Ja, der Elfmann raus. Siki und Lotlewicz. Neuer. Und rein. Und auch noch Öland. Noch Öland. Der Fergie. Noch Öland. Nordöland wechselt ebenso zweimal. Du willst auch einen guten Kommentator abgeben. Ah, Heinz Brüller mäßig. Irland. Und jetzt spielt Deutschland gegen Kroatien, ach nee. Superball. Oh, ich glaube, das ist eine rote Karte. Ach doch, nicht, war nur gelb. Macht ja nix. Da habe ich Ferguson eingewechselt. Das kann ja was werden. Der alte Sack. Fergie time. Oh, Durchläufer. Und Torschuss. Jezni muss ich echt mal bücken. Ja. Muss er doch schon bei Wenger einmal, oder? Bis er dann geraucht hat und aus dem Team geworfen wurde. Der hat die Arschpfeife geraucht. Die Mantelpfeife. Und auch der Kenny hat bestimmt noch ein paar nützliche Tipps oder Infos. Nein, Tipps. Tipps für noch Öland. Und Polen. Oh, was war das für ein mega Einwurf aus voller Kraft. Respekt. Kann auch nicht jeder. Dazwischen noch gedacht. Boah, das war. Die erste starke Aktion jetzt, nach 70 Minuten. Jetzt geht's los. Maul. Und dann wieder sowas. Lewandowski, glaube ich zumindest. Ja, 3-0. Kennt ihr irgendjemanden aus Polen oder aus Nordirland? Außer Lewandowski? Achso, ich dachte jetzt privat. Und ich dachte privat. Und Piszczek. Privat, ja. Und Szczęsny und Fabianski. Fabianski. Was weiß ich gar nicht, wen die alles im Kader stehen haben. Krusicki oder wie er heißt. Gesundheit, Rotzi. Das war mehr als ganz Nordirland bis jetzt zustande gebracht hat, was man wieder rauskaut hat. Oh Gott.
noch nichts mehr sehen vom Bildschirm. Ach, das ist menschlich, das wollen wir doch sehen und hören. Das hätte ich gerne mit der Fußcam gesehen. Da wäre die Fußcam aber nicht mehr da. Dann sieht die Socken aus. Ja, Polen lacht. Eine Chance für Nordirland. Das kommt ja dabei raus. Oh mein Gott, ey. Erstmal das Mikro entrotzen. Alter, das ist hochklassig. Das ist Weltklasse, was wir hier machen. Es ist besser, als man hier dann spielt. Kannst dich schon freuen, Kenny. Aber es ist ja die größte Drucksituation. Lieber Zuschauer, es tut mir so leid. Malvo, das wird dein Video mit den meisten Aufrufen, sagt ihr. Oh, dieses Nordirland, ist das wirklich so gut? Ja, es ist so gut. Tut mir leid. 4 zu 0 von Blaschikowski. Auch er darf noch ein zweites Mal in die nicht vorhandene nordirländische Abwehr eintauchen. Du meinst noch Irland? Alter. Alter Schwede, ey. The fuck? Was sind das für Pässe? Meinst du die? Blubblubblubblubblubblubblubblubblub. Eins. Der spielt momentan ausgeliehen in Florenz. Kommt aber erstmal jetzt im Sommer wieder zurück nach Dortmund. Ja. Da mal gucken. Hat das gebracht bei Florenz? Leider nur in der Hinrunde. Danach wurde auch nicht mehr so eingesetzt. Ja, den kriegst du, Lafetti. Verletzt dich nur bloß nicht. Lafayette. Spiel mir an, so Suicidi. Slowakei macht währenddessen das 3-1. Ja. Ich meine, der Steg mal wieder gezeigt, was er kann. Ich habe 5 zu 0. Ernsthaft? Alter. Diesmal glaube ich Milik mit dem Tor. Jukugu. Wow. Boah, stellt euch vor, wir hätten den ersten Modus behalten, dass jeder mit der Mannschaft, dass jeder die Mannschaft behält, die er beim ersten Mal sieht. Da wüsste ich, wer das Orakel nicht mehr spielen würde. Jetzt kommt wieder die beste Phase von Nordirland. Kurz vor Ende, jetzt werden sie wieder aufwachen. Achi. Bin schon los? Ja, oder so. Oder auch nicht. Und sie werden einfach in einen tiefen, tiefen Winterschlaf vollenden. Danach sieht das eh aus. Ab, ja? Ui. Zum Glück gleich zu Ende. Ach. Rot. Rot! Verlange blutige Rache! Ja, dafür, dass natürlich du gefault hast! Das ist doch alles Beschiss. Der so ein brutaler der Harry Kane hasst tritt mich. So wie der Harry Kane tritt, genau. Wunderschön geschickt, nur leider ist Ferguson eine Nutte. Eine pleite Nutte? Ja, schwul einfach in die Mitte passen. Ja, geht schon. 5 zu 0, Polen gegen noch Irland. Anders kann man es nicht ausdrücken. So habe ich sogar die echte Partie getippt. Yay. Zweimal Lewandowski, zweimal Blaschikowski und einmal Milik. Die Torschützen. Ich glaube, ich möchte mich auch nochmal korrigieren auf ein 4 zu 0. Nordirland, okay.
28 zu 2 Schüsse, 19 zu 1 aufs Tor, 56 zu 4, 40% Ballbesitz, 21 zu 11 2 Kämpfe, 2 zu 2 Fouls, 1 zu 1 gelbe Karten, 8 zu 1 Ecken, 0 zu 1 Verletzungen. Ja! Schussgenauigkeit 67 zu 50%, Passgenauigkeit 78 zu 66%. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nochmal kurz die Alter Schwede. Spielhöhepunkte. Blaschikowski in der dritten Minute. Ende. Mit dem 1 zu 0. Guck an, die Abwehr kenne ich aber doch. Chris Brandt ist, glaube ich, bei West Brom. McAuley müsste auch bei West Brom sein. Und Evans bei Man U. Also alles Top-Spieler. Weißt du. Und dann heult er rum, weißt du. Ich habe keine Chance. Alle Spieler, die bei Top-Vereinen sind, aber nie zum Einsatz kommen wahrscheinlich. Oh, diese schöne West Foul, Brom. Wie ich dir das Bein weggetreten habe. Das war nicht schlecht. Naja. Dann die gelbe Karte von dir. Oh, pff, oh. Ja. Ja, aber so macht Polen... I have nothing to say. Wie Jose Mourinho sagen wird. Hier sehen wir das 2 zu 0 durch Lewandowski. Aus 18 Metern. Bam. Oder 20 Metern sogar. 72. Minute dann das 3 zu 0 durch Lewandowski. Dann Blaschikowski, 81. Minute. Da merkte man schon, da hatte noch Irland keinen Bock mehr. Genauso wie dann in der 87. Minute das Lupfertor von Milik. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ey, so eine Scheiße. Gut, dann sag ich mal vielen Dank an Kenny noch. Vielen Dank an Valvo. Vielen Dank fürs Gucken. Und ja, bis zum nächsten Spielchen im Orakel. Tschüss. Tschüss.